einzigen angsteinflößenden Bestie, glaubt man den Aufzeichnungen dieses Logbuches und somit dem einzigen Zeugen nicht wiederkehrender Seeleute, kann das Ungeheuer mit seinen kräftigen Tentakeln ganze Schiffe in die Tiefe des Meeres ziehen. Plötzlich greift er an, aus der Deckung der Tiefsee, mit dem immer gleichen ausweglosen Schlachtplan. Die berstenden Geräusche von brechenden Holzplanken klingen kilometerweit. Feuer, überall Feuer. Ich kann nicht hinsehen, aber auch nicht wegschauen. Die kindlichen Schreie gestandener Männer durchdringen die vorher noch unerträglich scheinende Stille der dunklen Nacht und verraten so das schreckliche Schauspiel. Ja, das Schauspiel. Es scheint der Bestie zu gefallen, erst Mann für Mann und dann die ganze Galeone zu verschlingen. Die Schreie der Seeleute brennen sich Zentimeter für Zentimeter in meinen Kopf hinein. Dort, wo eben noch ein stolzes Schiff die Weite des Horizonts schmückte, ist plötzlich ungewollter Raum. Raum für die schlimmsten Vorstellungen und Gedanken. Raum, der dir den Atem stocken lässt. Und nur der pure Wille zu überleben treibt dich voran. Aber noch bin ich sicher. Nein, sicher ist das falsche Wort. Niemand ist sicher. Ich lebe. Noch. Wir hoffen, ihr haltet uns die Treue. Ciao, bis bald!
Zeit für ein paar Fotos rein. Falls ihr euch traut, natürlich nur mit Blitz. Mit einem exklusiven Hintergrund heute. Und in den nächsten 6 Monate exklusiv. Kommt einfach zu uns, traut euch. Oh. Nutzt die Gelegenheit. Traut euch. Holt euch ein exklusives Foto, was ihr nur heute schießen könnt. Die Krake, der erste Dive Coaster 2011 in Deutschland. Für euch vom Heil.